Hallo Leute, liebe Zuschauer. Diese Schrift hier hatte ich ja letztens zweischichtig und versetzt ausgesägt. Wie das gemacht wurde, könnt ihr in dem vorherigen Video sehen. Und so eine ähnliche Schrift werde ich jetzt auch nochmal aussägen. Allerdings ein bisschen abgeändert. Während ich diese hier in etwa 2 Minuten aufs Holz gekritzelt habe, diese Schrift, habe ich die nächste in Anlehnung an diese Schrift digitalisiert und auf 2 Blättern ausgedruckt. Und hier kann man jetzt ein bisschen auch erkennen, das V habe ich durch ein Herz noch zusätzlich ergänzt. Und es stehen quasi jetzt beide Schriften digitalisiert zur Verfügung. Etwa 2 Stunden habe ich dafür gebraucht. Wer nun diese digitalisierten Vorlage schätzt, dem kann ich natürlich auf Wunsch die passende Größe auch verkaufen quasi. So, ein bisschen anders wird das arbeitstechnisch gemacht als die letzte Schrift und ob das klappt, seid schlau und bleibt neugierig. Danke fürs Zuschauen. Ein Holz habe ich jetzt zugesägt. Und der Rest folgt anschließend. Ich habe ein recyceltes Holz hier von einem Schrank. Und das war ganz besonders, weil der Keil verzinkt war. Eine keilverzinkte Leimung auf längs. Und jetzt nutze ich das Ganze für meine Dekoration hier. Ich schneide ein bisschen frei, damit ich sehen kann, wo ich das applizieren kann. Und so könnte das passen. Okay. Da wird nachher noch ein bisschen abgesägt. Aber ich kann jetzt schon mal aufleimen. Und zwar tupfe ich den Leim wieder da, wo die Abfälle sind. So brauche ich nichts wegzuknibbeln und habe keine Probleme mit der Vorlage, mit der Entfernung der Vorlage. Es wird abgelenktes Holz und dann säge ich noch Sperrhölzer zu. Diesmal 2. Aufgebohrt habe ich jetzt. Dabei habe ich 2 Platten. 2 Sperrholzplatten, die ich da festschrauben möchte. Und so habe ich anschließend die Wahl der Kontur. So, jetzt werden die Innenausschnitte aufgebohrt und die Säge umgeändert, die Neigung. Dann schauen wir weiter. Neben solchen Bohrern mit langgezogenen Nuten, Spanabfuhrnuten, welche ich mal auf dem Flohmarkt gekauft habe, nutze ich gerne diese hier, diese hochwertigen Bohrer. Die haben sogar Seitenschneiden, was natürlich unrelevant ist beim Aufbohren, aber die Spanabfuhr ist auch wunderbar. Und wer wissen möchte, wer solche Bohrer herstellt mit solch prägnanten Seitenschneiden, dem kann ich Famag empfehlen. Vorteil bei solchen Seitenschneiden, es reißt nicht aus. Und es ist so, dass diese Bohrer auch eine sehr gute Qualität bei randnahen Bohrungen, wo es sonst zu Splittern führt, auch beim Längsholz randnah bohren, eignen die sich sehr gut. Also hier im Bereich des Hirnholzes.
hier kann man sehr gut erkennen, wie gut die Spanabfuhr ist. Wenn ich jetzt raushole, kommt da nichts nach. Das ist jetzt die Vorlage, vorbereitet auf diesem Brett. Und ich habe hier noch zwei Schichten Sperrholz Birke in 3 mm. Die Säge ist schräg eingestellt. Und dann schauen wir mal, ob das zu viel wäre oder inwieweit das gut gehen kann. Säge einschalten. Jetzt nicht gerade vor der Dekupiersäge, so jetzt geht's besser. Okay. So sieht das dann aus hier. Ein größerer Ausschnitt als oben. Und wie man erkennen kann, die spitze Kanten auf der Oberseite werden nie spitz gelingen unten. Aber das ist gewollt. So gewollt. Alles andere wird dann auch so ein bisschen ausgesägt. Ihr seid sicherlich gespannt auf diese hier. Da werde ich allerdings die Neigung ein bisschen, leicht bisschen ändern. Für diese Blümchenausschnitte habe ich jetzt ein bisschen die Neigung verringert. So. Es könnte knapp werden, aber ich bin neugierig.
Tada! Passt. So, die Blume ist fertig gesägt. So sieht das jetzt aus. Beziehungsweise die Innenausschnitte sind fertig gesägt. Da bin ich jetzt auch gespannt, wie das aussieht. Sieht immer noch nach Herz aus. Wunderbar. Interessant, interessant. Die Innenausschnitte sind gesägt und nun widme ich mich der Außenkontur.
So. Der aufmerksame Betrachter hat vielleicht hier und da entdeckt, dass ich mal neben den Strich gesägt habe. Aber besser man fährt in einer harmonischen Abweichung daher und so merkt man das auch gar nicht. Da gibt es keine Zacken und sieht dann auch besser aus. So, das ist ein Tipp, den ich schon öfters ein paar Dekupiersägern gegeben habe. Und jetzt wollen wir mal schauen, wie das Ganze aussieht hier. Da kann ich natürlich noch ein bisschen was wegschleifen. So sieht das hier aus. Das kommt mal weg. Und dann kann ich das da drauflegen. Und ich habe so eine kleine, aber feine Abweichung von dem oberen. Und hier ein bisschen mehr, ein klein bisschen mehr. Und so kann ich wählen, welches ich haben möchte. Sieht doch cool aus, oder? Vor allem mit diesem alten Holz hier, ja, sieht das recht interessant aus. Wer es jetzt aber auch noch gestrichen haben möchte, der kann es natürlich auch noch mit Pastelltöner Rosa oder sonst was streichen. Also ich finde das so bombastisch und meinerseits wird da nichts mehr gemacht. Inzwischen haben wir schon sicherlich Samstag, so dass dann morgen der Valentinstag da ist und ich freue mich, dass ich auch diese Variante fertig gekriegt habe. Und die ist meiner Meinung nach ein bisschen interessanter geworden, vor allem auch mit dem Herz, aber auch mit den Abständen. Und natürlich kann solch eine Schrift noch angemalt werden, aber ich finde dieser Kontrast, das alte Holz hier und dieses sauber helle, finde ich genial, so in Verbindung zusammen. Und soweit werde ich da nichts streichen. Und wie schon vorher erwähnt, die Vorlage ist zu haben. Ihr habt noch einen Tag Zeit zum Sägen. Insoweit, seid schlau und bleibt neugierig. Ciao, ciao. Danke fürs Zuschauen. Das Holz muss noch gesägt werden und ich stelle jetzt meine Dekupiersäge auf 9 Grad.